Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Bildvideo. Ich bin's wieder, euer Lexos, und heute schauen wir uns meinen PvP-Magicka-Tempel an. Er hat ja ein bisschen auf sich warten lassen, aber ich muss sagen, ich habe in den letzten 2 Monaten sehr, sehr viel getestet und auch am Anfang gar nicht mal so viel PvP gespielt. Erst in den letzten 3, 4 Wochen wieder intensiver und dementsprechend gibt es auch jetzt erst ein Update, weil es davor halt nichts Neues zu berichten gab. Ich habe mich in diesem Patch mehr auf die Defensive konzentriert, denn die Time to Kill, also die Zeit, in der man selbst andere oder selber getötet wird, die ist ganz krass in die Knie gesunken, also man stirbt jetzt wesentlich schneller. Deswegen habe ich mich für diesen Patch entschieden, ein bisschen defensiver unterwegs zu sein. Das heißt also an dieser Stelle hier, ich habe mich dafür entschieden, meine beiden sehr offensiv getrimmten Sets, Überwältigende Woge, ein Proc-Set, was Schaden macht in Kombination mit dem Band der Brutalität, das habe ich ausgetauscht, beziehungsweise zumindest Woge habe ich ausgetauscht, mein Ressource-Management-Set, Licht, Tuch des Licht habe ich ausgetauscht gegen den Heilungsstab an dieser Stelle hier, um irgendwo noch was rausholen zu können. Aber dazu jetzt gleich ein bisschen mehr. Ich werde euch hier einmal alles zeigen, wie ich so ungefähr meinen Charakter hier an der Stelle aufgebaut habe. Also lasst uns loslegen und anfangen würde ich auch gerne gleich in-game hier mit der Ausrüstung, für die ich mich entschieden habe. Ich stehe hier gerade rum in meinem Haus, wo ich euch das Ganze jetzt ein bisschen genauer zeigen werde. Ja, und anfangen tue ich wie immer mit den Rüstungspassiven bzw. der Rüstungsart, für die ich mich entschieden habe. Und ich habe mich an dieser Stelle hier für 4 leichte Rüstungsteile entschieden und 3 schwere Rüstungsteile. Ganz wichtig, die 3 schweren Rüstungsteile sind hierbei, um die maximale Menge an Resistenzen rauszuholen, entweder auf der Schulter, Kopf, auf den Torso oder auf die Hose zu legen, denn Handschuhe, Gürtel und Schuhe haben etwas weniger an Resistenzen. Da also am besten ein bisschen drauf achten. Ziemlich wichtiger Fakt, wie ich finde. Als nächstes haben wir die Art und Weise, wie ich mich für Eigenschaften bei der Rüstung entschieden habe. Und ich habe mich hier für insgesamt 4 Teile in undurchdringlich und 3 Teile in passgenau entschieden, damit die Kosten für Ausweichrollen insgesamt ein bisschen sinken. Auch das möchte ich euch natürlich hier gerne in den erweiterten Stats zeigen. Also ihr seht, meine Ausweichrollen sind relativ günstig mit diesem Bild. Ich habe mich bei den 3 großen Rüstungsteilen Kopf, Torso und Hose dafür entschieden, die Glyphe mit mehreren Effekten oder auch prismatische Glyphe der Verteidigung zu nutzen. Diese gibt mir Leben, Magicka und Ausdauer, bekommt man für jeweils 5000 Telvarsteine aus der Kaiserstadt oder von anderen Spielern für aktuell leider immer weiter steigende Geldsummen. Die kleineren Rüstungsteile, das heißt also Gürtel, Schuhe, Handschuhe und Schulter, habe ich in diesem Fall hier mit normalen Magicka-Glyphen verzaubert. Auf meinem Schmuck habe ich insgesamt 3-mal erfüllten Schmuck mit Magiekraftglyphen, um das Maximum an dieser Stelle hier rauszuholen. Auf der vorderen Leiste befindet sich ein geschärfter Blitzstab, geschärft, weil ich mit geschärft insgesamt bessere Ergebnisse oder zufriedenstellende Ergebnisse gefahren habe als mit Nirgenschliffen. Nirgenschliffen würde sowohl euren ausgehenden Schaden als auch eure Heilung erhöhen. Geschärft gibt euch insgesamt mehr ausgehenden Schaden, dafür aber keinerlei Bonis auf eure Heilung. Müsst ihr also selbst abwägen, für was ihr euch gerne entscheiden wollt. Da ich allerdings mit diesem Bild hier keinerlei Schadens-Proc-Set mehr spiele, also kein Set, was in irgendeiner Form mit meiner Magiekraft skaliert, kann ich hier an dieser Stelle eher auf die Durchdringung gehen. Das Ganze habe ich trotzdem in diesem Falle hier mit einer Waffenkraftglyphe versehen, denn auf der hinteren Leiste spiele ich ein Gift. Und zwar auf einem gestärkten Stab, der mir 9% mehr Heilung ermöglicht, einem Heilungsstab in diesem Fall, kein Schwert und Schild mehr. Und hier trage ich ein doppeltes Gift des Lebensentzugs. Das muss ich tatsächlich mal selber nachschauen. Doch, ich habe mir aufgeschrieben, wie man das herstellt, und zwar aus Schmetterlingsflügeln, Spinnenei und einmal aus der letzten blauen Blume. Ja, Alex, das ist ja ein wunderbarer Hinweis, den du dir hier selbst in dein Buch geschrieben hast. Also, wenn ihr an eurem Alchemietisch geht, dann die letzte blaue Blume. Ganz unten. Was soll ich jetzt dazu sagen, Alex? Was soll ich jetzt dazu sagen? Wenn du so deine Skripte schreibst, ist das wirklich traurig. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr von jedem Reagenzchen ein bisschen was in eurem Handwerksbeutel habt, was die letzte blaue Blume ist, ganz unten, wenn ihr am Alchemietisch seid.
Gut, okay. Haben wir es an dieser Stelle hier also auch mal wieder festgestellt, dass ich da ja vielleicht einen kleinen Fehler gemacht habe. Aber gut, nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall erstmal so mein Aufbau, für den ich mich hier jetzt letzten Endes entschieden habe. Warum spiele ich jetzt einen Heilungsstab, kein Schwert und Schild mehr? Nun, am Anfang hat das Blocken nicht so richtig funktioniert. Inzwischen geht's wieder, aber ich bin tatsächlich seitdem beim Heilungsstab geblieben. Und das Schöne ist, mit voll aufgeladenen schweren Angriffen sind die schweren Angriffe des Heilungsstabs um 30% effektiver, wenn es darum geht, Ressourcen wiederherzustellen. Denn ihr seht schon, ich laufe mit sehr wenig Regeneration rum. Ich hole mir jetzt sehr, sehr viel, indem ich ab und zu mal einen schweren Angriff mit meinem Heilungsstab zwischendurch einbaue. Bei den Sets hat sich ein Set nicht verändert, und zwar spiele ich weiterhin das Band der Brutalität. Das erhöht jetzt meinen Schaden nicht mehr um 25% und deaktiviert kritischen Schaden, sondern im neuen Patch, also neuen Patch in Anführungsstrichen, sorgt es dafür, dass ich 16% mehr Schaden für alles bekomme und mein kritischer Schaden um 50% reduziert wird. Das heißt, wir haben immer noch, ich glaube, roundabout 10% kritischen Schaden, wenn ich das nicht recht im Kopf habe. Ich weiß gerade gar nicht, das müsste hier aber eigentlich irgendwo stehen. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen kritischen Schaden zur Verfügung. Ich werde jetzt aber mal ganz kurz hier nicht... Also sobald wir im Kampf sind auf jeden Fall. Hier steht jetzt minus 40, alles klar. Gut, haben wir da auf jeden Fall nochmal den Wert, den wir da jetzt dann letzten Endes erreichen mit diesem Band der Brutalität. Okay, alles klar. Nichtsdestotrotz weiterhin ein sehr, sehr starkes Set, das ich nur empfehlen kann. Dann trage ich einen Teil Auszubildender, denn es ist nicht mehr möglich, ein ganzes Monster-Set für mich zu tragen, hier in diesem Falle. Ich spiele nämlich mit zwei Fünfer-Sets, die ich permanent aktiv haben möchte. Und zwar spiele ich einmal mit dem Set, was ich euch immer empfehlen würde, und zwar einmal Ausgestoßener. Es gibt euch maximales Leben, 3000 Resistenzen und, wenn ihr bei 100% Leben seid, dann 2300 Resistenzen. Ungefähr, wenn ihr bei 60-70% Leben seid, kriegt ihr so ungefähr 6000 Resistenzen. So 6000, 7000, was so ungefähr 10% weniger Schaden entspricht. Dementsprechend auf jeden Fall sehr, sehr starkes Set. Wenn ihr fast beim Sterben seid, dann habt ihr da sogar noch einiges mehr an Schadensreduzierung, was für euch bei rumkommt. Beim zweiten Set bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aktuell spiele ich tatsächlich ein Set, also zwei Fünfer-Sets, die voll auf Defensive gehen, und ich muss sagen, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich spiele als zweites Set Dämpfer des Geschwinden, sowohl auf der vorderen als auch auf der hinteren Leiste. Dieses Set gibt mir einmal maximale Marker, nochmal 3000 Rüstung und nochmal obendrauf 10% weniger Schaden durch Spieler. Ich finde, das ist unglaublich strong. Was ich auch getestet habe, was für mich auch eine gute Option ist, wenn man eins der beiden Sets nicht kaufen möchte, weil beide Sets sind entweder durch Spieler kaufbar oder also relativ teuer kaufbar, oder ihr müsst sie euch erspielen. Das zweite Set, was sich bei mir sehr angenehm herausgestellt hat, ist die alte Drachengarde, ein Crafting-Set. Das gibt mir maximales Leben, Magie und Waffenkraft. Crit jetzt nicht so interessant, aber viel interessanter ist, solange wir über 50% Leben sind, kriegen wir 300 Magie und Waffenkraft. Solange wir unter 50% Leben sind, kriegen wir 3460 Resistenzen, was so roundabout 5% Schadensreduzierung entspricht. Also an dieser Stelle hier auch ein gutes Set, was quasi eine gute Mischung aus Offensive und Defensive hier an dieser Stelle zur Verfügung stellt. Aber für mich insgesamt hat sich tatsächlich zwei defensive Fünfer-Sets aktuell ein bisschen besser angefühlt. Kann aber sein, dass sich das im nächsten Patch wieder ändert. Dementsprechend das ist ein weiteres Set, was sehr gut ist und was man durchaus im Auge behalten kann. Ich werde euch auch am Ende des Videos einmal ganz kurz zeigen, auf was für crazy Resistenzwerte wieder da letzten Endes kommen. Wobei, das können wir auch euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. Dazu tausche ich jetzt aus Testzwecken hier einmal einen Skill aus. Und zwar nehmen wir mal den Magier-Gilden-Skill Equilibrium mit. Da können wir nämlich Leben austauschen gegen Magiker. Ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. So. Und dann gucken wir uns das hier einmal ein bisschen genauer an. Also ihr seht, wir haben hier knapp 41.000 Resistenzen. 46.000, 47.000 Resistenzen so ungefähr bei der physischen. Also auch ziemlich stark mit dabei. Also macht auf jeden Fall Spaß. Wenn wir Full Life sind, bei 100% Leben, dann haben wir immer noch
fast über den Cap an Magieresistenzen, 28.000 physische Resistenz und das mit 4 leichten Rüstungssets. Also ziemlich, ziemlich stabil sind wir da, was das unterwegs, was das angeht, unterwegs. Wir haben, wie ihr sehen könnt, 28.000 Leben, 30.000 Magiker und 14.000 Ausdauer. Alles sehr, sehr solide Stats. Das Ganze dann noch gepaart mit einem Regenerationstrank. Dann sind wir schon bei 1800 Magiker-Regeneration. Beim Templer sehen wir sehr viel Magiker-Regeneration nicht, denn wir bekommen einmal hier über den Magiker-Raub bekommen wir einmal jede Sekunde. Regeneration kriegen wir nur alle 2 Sekunden. Das heißt also, wenn wir hier beim Magiker-Raub jede Sekunde 138 Magiker wiederbekommen, dann entspricht das halt eben dem Doppelten an Magiker-Regeneration. Das heißt also, wir hätten dann quasi umgerechnet 336 mehr Magiker-Regeneration, die wir jetzt hier nicht sehen können. Ne? Wie gesagt, das hier tickt alle 2 Sekunden und das hier tickt jede Sekunde. Des Weiteren gibt uns auch nochmal unsere Rune hier jede Sekunde 242 Magiker zurück, und zwar auch, wenn wir nicht hier drin stehen. Das entspricht dann also auch nochmal hier an dieser Stelle 484 Magiker-Regeneration, die wir hier halt nicht sehen, weil, wie gesagt, das tickt hier alle 2 Sekunden. Und das tickt hier jede Sekunde. Das sind Werte, die wir jetzt hier, wie gesagt, in diesem Charakterfenster nicht sehen können, die sich dann erst im Kampf entfalten. Also, das hier auf jeden Fall an der Stelle meine Wahl für dich, für die ich mich entschieden habe. Auf was für Magiekraftwerte kommen wir insgesamt? Das möchte ich euch natürlich auch einmal zeigen. Also, was Durchdringung angeht, kommen wir mit der Variante jetzt hier auf über 16.000 Durchdringung, auf über 16.000 magische Durchdringung, wenn wir Ele Drain aktiv haben. Und was unsere Magiekraft angeht, sind wir auch ganz gut aufgestellt hier mit 4500 Magiekraft. Wenn ihr das Ganze mit der alten Drachengarde spielen wollt, dann sehen die Stats ein bisschen anders aus. Ich spiele jetzt also Ausgestoßener und tausche das Set, wie heißt der Spaß hier nochmal, tausche Dämpfer des Geschwinden jetzt aus gegen die alte Drachengarde. Und da sieht man hier an dieser Stelle, wir haben jetzt natürlich weniger Resistenzen overall, weil wir das Bonus erst bekommen, wenn wir unter 50% Leben fallen. Dafür haben wir jetzt hier ein ganzes bisschen mehr an Magiekraft zur Verfügung, ja, also das sollte man nicht unterschätzen. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Soweit, so gut auf jeden Fall erstmal zu dem ganzen Spaß, der uns hier zur Verfügung steht. Jetzt kommen wir zu den Skills, die ich euch als nächstes zeigen möchte. Warum habe ich mich für welche Skills entschieden? Wir haben hier auf der ersten Leiste am Anfang Degeneration. Macht Schaden über Zeit, aber viel interessanter ist die Tatsache, dass es 24 Sekunden unsere Magiekraft um 20% erhöht. Wo bekommt ihr diesen Skill her? Ich wollte mir angewöhnen, das immer hier mitzumachen, damit ihr das schön seht. Das ist ein Magier-Gilden-Skill und zwar die Weiterentwicklung von Entropie. Sehr, sehr starke Variante hier, die uns dann zur Verfügung steht. Als nächstes haben wir Elementarer Entzug, setzt die Resistenzen unseres Gegners um 6000 hinunter und gibt uns alle paar Sekunden Magiker wieder, eine Zerstörungsstabfertigkeit, die aus Schwäche gegen die Elemente entstanden ist und dann zu elementarer Entzug wurde. Als nächstes haben wir den durchschlagenden Schwung. Unsere Hauptspam-Attacken geben uns eine passive Heilung mit auf den Weg und noch zusätzlich verlangsamen die den Gegner. Unglaublich krasser Skill an dieser Stelle hier, Schaden und Heilung in einem. Der niederschlagende Schwung an dieser Stelle hier ist dann der nächste Skill, ebenfalls bei den edrischen Speeren die Weiterentwicklung von fokussierter Ansturm, die Möglichkeit an den Gegner heranzukommen, der sogenannte Gap Closer, weil ihr quasi die Lücke zwischen euch und dem Gegner schließt oder an den Gegner heransprintet und den Gegner für 3 Sekunden lang außer Gefecht setzt. Als nächstes haben wir Solarer Ausbruch. In diesem Patch aktuell noch eine gute Möglichkeit, im Nachtling aus ihrem Versteck zu locken, denn das ist Flächenschaden, der die Gegner aufdeckt. Allerdings in diesem Falle leider kein direkter Schaden, glaube ich zumindest. Jetzt müssen wir, bevor ich da irgendeinen Quatsch erzähle, lass uns das doch mal ganz kurz testen. Ist das direkter Schaden oder Schaden über Zeit? Das ist Schaden über Zeit, denn die Schadenszahl ist hier an dieser Stelle rot. Im nächsten Patch wird dieser Skill die Gegner nicht mehr aufdecken, sollten sie im Stealth sein. Das können wir aber im nächsten Patch auch weiterhin mit unseren edrischen Speeren machen, denn die sind auch Flächenschaden und machen, wie ihr seht, an der weißen Zahl könnt ihr erkennen, dass es sich dabei um direkten Schaden handelt. Soweit, so gut. Also hier eine coole Sache, um unsere leichten Angriffe stärker zu machen und aktuell noch eine gute Möglichkeit, um Nachtling aufzudecken. Auch eine gute Möglichkeit, um Nachtling aufzudecken, meine Güte, deutsche Sprache, schwere Sprache wohl anscheinend hier an dieser Stelle.
der Sichelschwung, eine wunderbare Ultimate, sehr, sehr günstig an dieser Stelle hier und super, super strong, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Auf der hinteren Leiste haben wir eine Möglichkeit, schädliche Effekte von uns zu entfernen. Auch das möchte ich euch natürlich hier wieder weiterhin zeigen. Das, was ich euch hier als letztes jetzt nochmal gezeigt habe, Solarer Ausbruch, ist von Zorn der Morgenröte. Und zwar die Weiterentwicklung von Sonneneruption und Sichelschwung ist von Edriche Speere und zwar die Weiterentwicklung von Rundumschlag. Ja, und auf der hinteren Leiste haben wir jetzt das verlängerte Ritual an dieser Stelle hier. Das findet ihr hier bei den Heilungsskills. Das ist die Weiterentwicklung von Reinigendes Ritual, entfernt statt 2 sogar 5 negative Effekte, heilt uns jede Sekunde, sobald wir uns in dem Wirkbereich aufhalten. Sehr, sehr starker Skill. Nächstes kommt der konzentrierte Fokus, der stellt wie gesagt auch Magiker wieder her, aber viel interessanter, erhöht unsere Resistenzen um 6000, mächtig, prächtig. Sobald wir uns in seinem kleinen Radius aufhalten, kann er auch als Heilung über Zeit fungieren, sogar ziemlich, ziemlich stark. Wie wir hier sehen können, kriegen wir hier jede Sekunde 1500 Leben wieder. Das ist eine ganze Menge. In brenzlichen Situationen, wo ihr die Möglichkeit habt, euch weniger zu bewegen, da ist es ein Tipp. Ansonsten würde ich es eher unterlassen und eher zu rasche Regeneration greifen. Rasche Regeneration bekommt ihr als Weiterentwicklung von Regeneration. Das stellt unter anderem euch an dieser Stelle hier über 20.000 Leben wieder her und das innerhalb von 5 Sekunden. Die andere Variante stellt das Ganze über 10 Sekunden wieder her. Ich würde zu rasche Regeneration greifen. Unglaublich stark. Dann haben wir als nächstes Lebende Verfinsterung. Auch ein Skill, der mit dem letzten Patch mit Blackwood also ein bisschen stärker geworden ist. Heilt uns alle 0,5 Sekunden und zwar um eine nicht zu verachtende Menge an dieser Stelle hier. Also ziemlich, ziemlich cool. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ist die Weiterentwicklung von Eclipse. Ja? Benutzt ihr diesen Angriff mit direkten Schaden gegen benutzten Gegner Angriffe mit direkten Schaden gegen euch, verringert 3 Sekunden lang ihr Lauftempo um 60% und heilen euch. Also super starker Effekt. Zumindest leichte und schwere Angriffe machen die Gegner immer und das ist immer direkter Schaden. Dann haben wir als letzten Skill hier an dieser Stelle die Ehrung der Toten. Die bekommt ihr ebenfalls über wiederherstellendes Licht. Das ist die Weiterentwicklung von hastige Zeremonie, unser Oh-Shit-Button. Wenn es uns mal schlecht geht und wir ganz schnell innerhalb von einer Sekunde so viel wie möglich wieder haben wollen, benutzen wir den Kollegen. Ansonsten würde ich immer, sobald es geht, zur raschen Regeneration greifen, denn die heilt uns wesentlich mehr, aber halt eben über 5 Sekunden. Und hier bekommen wir in einer Sekunde jede Menge Leben wieder. Dann haben wir noch einen zweiten Oh-Shit-Button und zwar unsere Heilungsstab-Ulti. Die ist unglaublich krass, die Weiterentwicklung von Wundermittel. Und zwar wirkt die auf uns gleich insgesamt 4 Skills. Einmal die Ulti, die uns und Verbündete heilt über 5 Sekunden. Wir wirken aber, wenn wir diese Ulti aktivieren, sowohl den Skill Rasche Regeneration, Segen des Schutzes, ein Schild-Skill und standhafter Schutz. All diese Effekte aktivieren wir instant. Also einmal haben wir hier das Kampfgebet, das ist Segen des Schutzes. Das aktivieren wir. Dann aktivieren wir noch standhafter Schutz und dann halt eben hier noch rasche Regeneration. All diese Effekte sozusagen werden hintereinander ausgelöst, wenn ihr Lebensspender aktiviert. Unglaublich strong, was da an Bonuseffekte auf euch zukommt, kann ich euch nur empfehlen, diese unglaublich starke Ultimate. Ja, das sind auf jeden Fall die Skills, zu denen ich hier gegriffen habe. Als nächstes möchte ich euch natürlich einmal zeigen, was sind denn die Champion-Punkte, für die ich mich entschieden habe, die aktiven Champion-Punkte. Ich habe mich in diesem Patch einmal hier dafür entschieden, wieder die kritische Resistenz mitzunehmen, ist ein Skill, den ich unterschätzt habe, muss ich sagen. Nun habe ich ihn wieder mit dabei als aktiven Champion-Punkt. Dann haben wir als nächstes einmal hier die Möglichkeit, unseren Flächenschaden zu erhöhen. Da unsere Speere, unsere Hauptfertigkeit als Flächenschaden gelten, machen wir 10% mehr Schaden mit beißender Aura. Ebenfalls obendrauf kommt nochmal direkter Schaden, denn 10% mehr direkter Schaden macht ebenfalls unsere Speere um 10% stärker, sind also schon 20% mehr Schaden für unsere Speere. Und die plündernden Hiebe heilen uns für jeden verursachten direkten Schaden um 7%, also nochmal passive Heilung. Die könnte man aber auch durchaus austauschen, wenn ihr kein Freund von plündernder Hiebe seid, könnte ich euch oder würde ich euch als nächstes hier die ungezähmte Aggression empfehlen. Ihr könntet aber auch noch einen defensiven Skill mitnehmen, wie zum Beispiel hier die Abfuhr der Duellanten. Einzelzielschaden ist mit der Schaden, den ihr am meisten im PvP bekommt. Nicht immer, aber manchmal. Dementsprechend wäre das auch noch eine gute defensive Variante, die ihr durchaus mitnehmen könntet hier als Möglichkeit.
Bei den roten Champion-Punkten habe ich mich für maximales Leben entschieden, mehr Resistenzen, erhöhte Magicka, Lebens- und Ausdauerregeneration. Ha! Ich hab's gewusst. Ich habe mich nämlich im letzten Champion-Punkte-Video, als wir uns nämlich die Champion-Punkte fürs nächste Update 31 angeschaut haben, habe ich mich gefragt, nanu, dieser Champion-Punkt gibt nur noch 90 Leben, Magicka und Ausdauerregeneration und das steht gar nicht drinne in den Patch-Notes. Sehr, sehr mysteriös. Es ist also tatsächlich so, er gibt hier noch 150 Leben, Magicka und Ausdauerregeneration. Könnte also sein, dass dieser Skill bzw. dieser Champion-Punkt im nächsten Patch etwas schwächer wird. Dann haben wir als letztes hier die Möglichkeit, dass wir, wenn wir immun sind gegen Massenkontroll oder kampfunfähig machende Effekte, wir benutzen einen bestimmten Trank, der das zur Verfügung stellt, oder nachdem wir ausgebrochen sind, dann kriegen wir währenddessen 200 Lebens- und Magicka-Regeneration. Sehr, sehr starker Champion-Punkt, kann ich nur jedem empfehlen. Auch eine gute Möglichkeit ist 10% weniger Schaden. Nachdem wir eben oder während wir immun sind gegen Massenkontroll und kampfunfähig machende Effekte und alle 30 Sekunden eine kostenlose Ausweichrolle, ist auch ein Effekt, der nicht zu verachten ist, kann man durchaus spielen. Welche Champion-Punkte ich euch ansonsten noch empfehlen würde für PvP, würde ich euch doch mal empfehlen, wenn ihr in meinem Champion-Punkt-Guide vorbeischaut. Da habe ich nämlich erklärt, das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt also, da erkläre ich ganz genau, in welcher Reihenfolge ihr welchen Champion-Punkt priorisieren solltet, in welche Reihenfolge ihr da geht am besten. Und natürlich erkläre ich da auch, warum ich nochmal mich ganz genau für diese aktiven Champion-Punkte entschieden habe. Schaut da also auf jeden Fall vorbei, wenn ihr mehr als nur die aktiven Champion-Punkte wissen wollt. In diesem Sinne erstmal soweit zu den Champion-Punkten. Als nächstes geht es zur Volkswahl. Ich habe mich hier für den Hochelfen entschieden. Der gibt mir an dieser Stelle hier 2000 maximale Magicka, 258 maximale Waffenkraft und Magiekraft. Deswegen finde ich ihn am besten. Man kann aber durchaus auch zum Beispiel den Ork nehmen. Der hätte nochmal 12% mehr Laufgeschwindigkeit. Ja, ihr habt richtig gehört. Ork auf einem Magicka-Charakter. Der Ork hat dann mehr Ausdauer, 1000 mehr Ausdauer, durchaus relevant und gut für einen Magicka-Charakter. Ihr habt dann ein bisschen weniger Magicka selbst, aber das ist nicht so schlimm. Und ihr habt die gleichen 258 Magie und Waffenkraft, die hat nämlich der Ork auch. Und der Ork bringt noch einiges mit sich, und zwar 12% erhöhte Laufgeschwindigkeit. Das ist eine Sache, die Magicka-Charakteren ganz oft fehlt. Mit dem Hochelf macht er ein bisschen mehr Schaden. Mit dem Ork seid ihr ein bisschen schneller unterwegs, müsst ihr euch entscheiden, worauf ihr Bock habt. Argonia, Bretone, auch noch gute Klassen, die ich euch empfehlen kann, beziehungsweise gute Völker, die man durchaus spielen kann. Bei den Attributspunkten habe ich mich dafür entschieden, alle 64 Punkte in Magicka zu stecken und bin damit auch sehr zufrieden. Und bei Mundostein gebe ich euch jetzt 3 verschiedene Anreize. Seid ihr neu im Spiel und wollt diesen Bild erstmal ein bisschen üben, dann empfehle ich euch den Adrenaren. Der erhöht eure Magicka-Regeneration und zwar um eine ganze Menge. Magicka-Regeneration ist eine der Sachen, die diesem Bild hier auf dem Papier fehlen, denn erst im Kampf bekommt ihr richtig viel Magicka-Regeneration. Wir hatten ja darüber gesprochen, durch unseren Runenfokus kriegen wir umgerechnet 484 Magicka-Regeneration, durch unseren elementaren Zug kriegen wir umgerechnet 336 Magicka-Regeneration. Und im Kampf sind wir hier ungefähr auf 1800 plus die gerade eben aufgezählten, plus nochmal schwere Angriffe mit dem Zerstörungsstab, schwere Angriffe mit dem Heilungsstab. Da kommen wir schon auf ganz gute Werte, aber für einen Anfänger vielleicht ganz gut besseres Ressourcenmanagement. Das ist mein Tipp. Wollt ihr mehr Heilung rausholen, eine gute Balance aus maximaler Heilung und maximalen Schaden haben, dann würde ich euch als nächstes den Lehrling empfehlen. Der erhöht nämlich eure Magiekraft, was sowohl Heilung als auch ausgehenden Schaden beeinflusst. Wollt ihr maximalen Schaden rausholen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Liebende. Die macht mehr Schaden als der Lehrling beispielsweise, aber Durchdringung beeinflusst nur euren Schaden, erhöht nicht eure Heilung. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Als Verbrauchsgüter habe ich mich hier fürs Uvex Zitronenfilet entschieden, damit erreiche ich die hier gezeigten Werte. Ihr könnt allerdings zum Beispiel auch mit den verhexten Zuckerschädeln spielen, dann habt ihr noch weniger Magicka-Regeneration, habt aber wesentlich mehr Ausdauer, falls euch das wichtig ist. Dieser Stelle hier 2000 Leben, was auch nochmal dazu, oder 1000 Leben, was auch nochmal dazu kommt. Ich finde aber insgesamt das Uvex Zitronenfilet ein bisschen nicer, macht damit insgesamt bessere Runden. Ich würde euch das also dementsprechend empfehlen und eure Werte mit dem am Anfang gezeigten Setup, also Ausgestoßener und Dämpfer des Geschwinden, sehen dann entsprechend so hier aus.
Soweit, so gut erstmal zu den Buffoods. Das letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist natürlich der Trank. Ich habe mich hier für die Essenz der Unbeweglichkeit entschieden, denn innerhalb dieser ersten 10 Sekunden, wo wir gegen rückschlagende und kampfunfähig machende Effekte immun sind, kriegen wir ja auch die bei den Champion-Punkten erwähnten 200 Magicka und Lebensregeneration mit dazu. Auch wenn wir ausbrechen, aber durch die Tränke ebenfalls nochmal. Obendrauf an dieser Stelle hier, wir kriegen 20% mehr Lebens- und Magicka-Regeneration, kriegen 1000 Leben wieder und 7500 Magicka, also alles ganz nice Werte. Deswegen bin ich dann hier auch bei ganz guten Werten, wenn ich meinen Trank aktiviert habe, ja. Also, da kann man durchaus ganz zufrieden mit sein. Soweit, so gut. Das ist mein Magicka-Templar-Bild, den ich euch hier heute zeigen wollte. Wie sieht's aus mit den Skills? Welche Priorisierung, ich weiß auch nicht, was ich mit diesem ausgedachten Wort habe, würde ich da wählen. Also ist auf jeden Fall ganz so wichtig, dass ihr eure Ressourcenmanagement-Skills aufrechterhaltet, dass ihr erhöht nicht nur eure Resistenz um 6000, was ungefähr 9% weniger Schaden bedeutet. Nein, es gibt euch auch Regeneration, genauso wie elementaren Zug. Darauf also immer aufpassen, wenn oder bevor ihr in einen Kampf geht, vielleicht noch hier Verfinsterung aktivieren, den Heilkreis um euch legen, dann in den Waffenwechsel reingehen. Dann ist es ganz so wichtig, dass ihr nochmal eure Magiekraft um 20% erhöht. Deswegen hier die Entropie aktivieren und dann könnt ihr an den Gegner ransprinten und eure Fertigkeiten spammen. Achtet zwischendurch darauf, dass ihr hier, wie gesagt, elementarer Entzug und euren Runenfokus aufrechterhaltet. Seid ihr gut dabei, habt maximales Leben, kein Problem, Sichelschwung, seid ihr am Verrecken, dann halt eben die Heilungsstab-Ultimate. Das sind meine Empfehlungen hier ungefähr bei den Waffen, die ich hier, oder bei der Art und Weise, wie ich mich hier entscheiden würde für die Skill-Priorisierung. Wenn es mal brenzlig wird, wie gesagt, gerne auf die hintere Leiste wechseln. Ich würde versuchen, über Zeit zu heilen, denn dieser Skill heilt mehr und ist kostengünstiger. Seid ihr eh schon am Verrecken, dann einmal Hauch des Lebens und danach hier an dieser Stelle dann die rasche Regeneration, das wäre die Reihenfolge, für die ich mich entscheiden würde, wenn es mal brenzlig wird. Den Rest seht ihr bei mir auf twitch.tv/alex-s. Da bin ich nämlich regelmäßig in den Battlegrounds mit diesem Bild, ab und zu mal auch in Cerulean unterwegs. Schaut gern vorbei, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dass dieser etwas kürzere Bild euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das so in Ordnung war oder ob noch irgendwelche Informationen gefehlt haben. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich bei meinen Unterstützern. Hier oben findet ihr das erwähnte PvP-Champion-Punkt-Video. Darunter findet ihr meine Builds-Playlist, wo ihr noch andere Anregungen zu Spielweisen eurer Charaktere oder meiner Charaktere finden könnt. In diesem Sinne, euer Lexus. Bis zum nächsten Video. Haut rein.